Was machte eine Schweizer Gemeinde noch zu Anfang des letzten Jahrhunderts mit seinem Überschuss an Frauen, Armgenüssigen, Verbrechern und Behinderten, die man lieber loswerden wollte, als sie durchfüttern zu müssen? Nach 20 Tagen auf See komme ich im neuen Erdteil an. Ein großes Fremdheitsgefühl überfällt mich. Und als wir den stickigen Raum im Unterdeck des Schiffes endlich verlassen dürfen, denke ich, also hier stinkt es wie in einem Stall. 70. Tag. Wenn ich gewusst hätte, von welcher Arbeit die Rede war. Quinera und Kokain helfen uns, Tage und Nächte zu überstehen. Ich wusste nicht, dass man bei Syphilis die Haare verliert. Consuelo hat keine mehr. Aber wir wissen, wer es war, der sie angesteckt hat. Denn er hat schon viele angesteckt. Juan, der Inspektor der Einwanderungsbehörde. Alles wird nass, klebrig und rot. Die Polizei ist da, braucht dringend einen Tatverdächtigen. Aber keiner weiß mehr so genau, was eigentlich passiert ist. Guarderò dolcemente sulle cose della vita. Arriverà, tangamente, la mia morte innamorata. Io sarei morto quando saranno le sei. Oggi che Dio smette di sognarmi, verso il mio oblio la passata fai. So che al nostro angolo già ci sei tu, vestito di tristezza fino a piedi, a morire tangamente la mia morte innamorata. Io sarei morta quando saranno le sei, quando saranno le sei. Ihr Gesang war es, welcher meiner Großmutter verhalf, sich im rauschenden Nachtleben von Buenos Aires einen Stammplatz zu erobern. Namhafte Orchester warben um die schöne Stimme und diese sagenumwobene Frau, von der man nichts wusste, außer dass sie irgendwo aus dem Süden der Schweiz stammte. Das Bett ist herrlich, muss ich sagen. Mindestens vier Leute haben bequem hintereinander Platz. Mein Kater, Chicho, weiß das und legt sich deshalb immer genau in die Mitte.
Ich? Gehöre jetzt einem reichen, parfümierten, mächtigen Mann. Er ist furchtbar langweilig. Aber er erträgt meine Launen, sagt, meine Haare seien wie Champagner und bezahlt all die traumhaften Kleider, mit denen ich auch zu seinem Vergnügen auftrete. Dann geht er nach Hause zu seiner Frau. Und ich gehe aus, denn auf mich wartet nur mein Kater. Heimweh. Welches Heimweh? Mein Kater mag Fisch, ich aber nicht. Meistens essen wir gemeinsam am Tisch zum Ärger von Senior. Der mag keine Katzen. Überhaupt mag er kaum irgendwelche Lebewesen. Ich gehe tanzen. Miss Hate, ich sehe Gösselhut und die Hexe, die bei mir vorbei, die auch der Verlecken ist und plötzlich wieder schwänzt. Und ich lege an der Schöckrotte gelassen, wo ich aufhört, mit Figur auf der Gewitz. Und ich muss wieder mehr schützen, weg, mit dem Louis, mit dem Fäscher, dem Hand, schwarzer Vater, wie schick, kann immer von mir kritisieren, das sind mit dem Linnen für Tribus, aber gang doch mit an, oder dick, oder hier, wie sie. Monat. Ich habe ihn an seine Opfer verraten. Deinen Hafen, deine Tangos. September. Während der Überfahrt großes Glücksgefühl. Ich rede mit dem Meer und es gibt mir Antwort. Freiheit. Mir ist immer übel. Übel, übel. Manchmal schauen wir den tanzenden Lichtern des Hafens zu. Allora mai, allora partire da qui, camminar senza pensiero, odor della plata sarà se fuori per i suoi mani sarà morte e senza gli.
deine Kraft, dein Glanz, deine Ehre. Aber deine Muttersprache nicht. Sie ist wohl die einzige Heimat. Deshalb singe ich manchmal in meinem Dialekt. Ich werde nie mehr nach Hause gehen. Aber vielleicht hören Sie zu Hause, was ich Ihnen zu sagen habe.